Willkommen bei Steven Spielberg. Schon beim Vorspann von Duell zeigt uns der junge Spielberg, welche Art von Filmen er machen wird. Eine seltsam bedrückende Atmosphäre mit einem gespenstischen Kinderfahrrad. Das leblose Haus seiner Familie verlässt man aus einer Art Kamera Obscura. Spielberg ist auf Anhieb eins mit dem Zuschauer. Das Haus bleibt zurück und der Tenor des ganzen Spielberg-Filmschaffens wird offensichtlich. Einerseits die Überhöhung der Familie, auf der anderen das Unerreichbare, die Unmöglichkeit zusammenzufinden. Da sind Brüche und Widersprüche, alles ist unnahbar und unheilbar. Im Vorspann von Duell fährt ein Vater zur Arbeit. Zunächst hat er kein Gesicht, er funktioniert einfach nur. Er bewegt sich in einer Welt aus Stahl, Teer und Beton. Linien, Lichter und Laute säumen seinen Weg, Silhouetten huschen vorbei. Der Vorspann von Duell wurde eigens für das Kino gemacht, 1973. Ein Tunnelblick zeigt, wie Spielberg gleich zu Beginn das Alltägliche ins Fantastische verwandelt. Es läuft vor unseren Augen ein Kinofilm ab, der hypnotisierend wirkt. Man hört zwar menschliche Stimmen in Form von Radiowellen, doch bleiben sie elektromagnetische Schwingungen, als wären sie nur das Überbleibsel irgendeiner Zivilisation. Die schnelle Bewegung nach vorne ist schon ein seltsamer Einstieg, als hätte einer die Videospiele vor ihrer Zeit erfunden. Die Betrachtungsebene ist die des Fahrzeugs und nicht die des Fahrers. Diese lange, fiktionale Einleitung entfernt uns vom Menschlichen. Sie bringt uns in eine vierte Dimension. Über die langen Tentakel der Stadt erreichen wir nach und nach eine wüstenähnliche Landschaft. Einen wilden Westen ohne Cowboys und Indianer. Schon der Vorspann lässt uns begreifen, dass der Raum in jeder Form wesentlich für den Film ist. Zugepackt, leer und auch in psychologischer Hinsicht hat der Raum Gewicht. Neben den Autobahngeräuschen hört man verzerrte Radiotöne, die die kommenden Schreie im Film ankündigen. Das erinnert fast an den Zweiten Weltkrieg mit seinen alliierten Funksprüchen, Telefon und Stacheldrähten. Mit Überblenden entsteht eine seltsame Zeit-Raum-Doppelung. Ganz allmählich steuern wir auf das Epizentrum des Films zu. Ein roter Fleck, ein Herz, das mitten im Nirgendwo schlägt. Gleichzeitig erklingt im Radio die Stimme eines durchschnittlichen Mannes, der zugibt, zu Hause nicht die Hosen anzuhaben. Das Hintergrundthema des Films ist präsent und weist auf den roten Faden eines ganzen Filmschaffens hin. Der eindrückliche Vorspann von Duell macht deutlich, dass Steven Spielberg vor allem ein sehr persönlicher Regisseur ist. Er verwendet Vorspänne als Vorankündigungen, als Grundsubstanz. Spielberg will den Zuschauer allmählich eintauchen lassen und ihm so seine ganz eigene Welt vermitteln.